Herzlich willkommen! Mit diesem Video wollte ich zeigen, wie der Garten am Anfang aussah. An dem Garten wurde circa 6 Jahre lang nichts mehr gemacht. Neben halb verrottetem Grünschnitt gab es auch noch jede Menge Müll. Im ersten Schritt galt es, den Müll zu beseitigen und generell etwas Ordnung zu schaffen. Meine Freundin und ich nahmen uns als erstes den Außenbereich vor, denn es heißt ja nicht umsonst, Ordnung muss sein. Zu unserer Überraschung fanden wir in den Beeten jede Menge Platten. All diese Platten befanden sich in einer Beetshälfte. Im Anschluss daran entrümpelten wir die Hütte. Es fanden sich unzählige Geschirrarten und Werkzeuge in teils gutem, teils weniger gutem Zustand. Im Rahmen eines Geschenkeflohmarkts fanden viele der hier gezeigten Gegenstände schnell einen neuen Besitzer. Nachdem das erste Beet ordentlich war, legten wir eine Kräuterspirale an. Für die Kräuterspirale verwendeten wir nur die Steine und Platten, die wir vom Vorbesitzer übernommen haben. Aufgefüllt wurde die Kräuterspirale mit Grünschnitt, Erdresten, Kompost und das, was wir in den Blumenkübeln gefunden haben. Den Rand des linken Beetes bepflanzten wir mit Blumen und Steckzwiebeln, um bereits im nächsten Frühjahr etwas Farbe in dieses triste Bild zu bekommen. Der Unrat wurde zerkleinert und zum nächsten Wertstoffhof gebracht. Nach gerade einmal 2 Wochen sah das Gartengrundstück schon viel ordentlicher und aufgeräumter aus. Und trotzdem war noch viel zu tun. Leider. Wenigstens sieht man bei diesen Aufgaben schnelle Resultate. Die kaputte Hacke hat einen neuen Stiel bekommen. Dieser war früher ein Baseballschläger und wird von uns nicht mehr gebraucht. Mit diesem tollen Werkzeug ließen sich die Wurzelreste der Hecke hervorragend entfernen. Die 8 Stümpfe waren nach nicht einmal 2 Stunden Arbeit aus dem Boden gerissen. Und wir müssen uns jetzt überlegen, was wir mit dem schmalen Streifen machen. Ob wir ihn entweder wird der Streifen bepflanzt oder wir stellen eine Bank dahin. Das wird sich aber im nächsten Jahr zeigen. Bis dann!